Ich meine, heute nur für das Spiel. Es ist für mich unglaublich. Das Spiel, das war gut, Werder war deutlich überlegen. Nur der Schiedsrichter, der war ein bisschen von Hertha gekauft, würde ich sagen. Werder hat wirklich, war deutlich überlegen, aber die haben es wirklich nicht genutzt. Und dann kam halt diese Sache mit dem Schiedsrichter, der hat einfach viel zu viel gepfiffen. Schiedsrichter war auf jeden Fall Müll. Entschuldigung. Schiedsrichter war auf jeden Fall scheiße. Warum war er scheiße? Unfair. Ja, unfair. Ne? Viel für Hertha gepfiffen. Werder war super. Der Schiedsrichter war total scheiße, ehrlich. Die Leistung müsste mal echt bedient werden. Total traurig. Danke hat das letzte Mal schon scheiße gepfiffen. Diesmal wieder. Was wollen wir anderes machen, ne? Bloß die eine Entscheidung. Es waren mehrere Entscheidungen. Der Schiri war diesmal überfordert. Und wenn denn so eine Entscheidung, eine entscheidende Entscheidung, ausgesprochen wird, das verstehe ich nicht, ne? Es war ja Minuten später, wo die Entscheidung. Ja, der versteht den Fußball nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten mehr Chancen. Es war mehr drinne. Ja, wir hätten gewinnen können. Das ist nicht normal. Es war ja nicht der erste, es waren ja mehrere Entscheidungen. Bremen! Wenn wir jetzt Fußball im Stadion erleben wollen, wir können nicht immer die Tore abgepfiffen kriegen. Wir haben es in Stuttgart erlebt, dass wir das zweite Tor abgepfiffen kriegen. Heute war genau das gleiche. Traurig, aber wahr. Mein Gott, immer alles auf den Schiedsrichter schieben kann man auch nicht. Ne? Wir hätten die Tore machen müssen, ganz einfach. Ganz ehrlich, wir können nicht ein Tor jubeln, das abgepfiffen kriegen. Ganz ehrlich, der Schiedsrichter, der hätte eher das Foul pfeifen müssen. Schade, dass sie nur 0-0 gespielt haben, aber sie waren eindeutig die bessere Mannschaft. Und spielerisch war es okay. Woran hat es am Ende gelegen? An der mangelnden Gefährlichkeit im Sturm. Scheiß Schiri. Schiedsrichter hat scheiße gepfiffen. Ja? Es waren gute Chancen da, es waren gute Spielzüge da, aber es wurde immer unterbrochen. Naja, der Schiedsrichter war jetzt nicht so toll, aber wir hätten das Spiel machen müssen. Wir waren die ganze Zeit am Drücker und in der zweiten Halbzeit, das Tor hätte fallen müssen. Es war Abstiegskampf pur einfach so, das hat man gesehen in jeder Phase heute irgendwie, dass du einfach... Das war viel Leidenschaft, aber wenig Qualität auf dem Platz. So. Was sagst du? Anführen, den Schiri auszuwechseln. Ja. Ich will gar nicht auf dem DFB herumreiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Endeffekt, das Tor in der letzten Sekunde muss fallen. Werder Bremen muss so weitermachen. Und dann haben wir am Ende auch einen guten Platz in der Mitte der Tabelle. Mir fällt gerade nichts ein. Anfang war ganz gut, aber die haben auch genauso gut nachgelassen. Also wir hätten Sieg verdient gehabt, sag ich mal so. Sehr schlecht. Warum? Vom Schiedsrichter her. Es war einfach heute, glaube ich, zu wenig. Dankeschön. Ich hoffe, dass die Klasse halten werden, aber es war knapp. Also für mich ist es 1-0 ausgegangen. Damit gehe ich auch ins Bett. Um auf den Punkt zu kommen, wenn Werder da Tor schießt, ne, dann stehen wir hier und feiern. Jetzt gehen wir mit gesenktem Kopf nach Hause. In dem Sinne, schönen Abend noch.